Ich muss auch immer wieder dran denken, als ich 2013 und das erste Mal mich in Berlin mit anderen Spenderkindern getroffen habe, da war irgendwie keiner dabei, der irgendwie einen Match hatte. Und jetzt ist es immer so, dass immer mehr Leute wirklich auch dabei sind, die dann davon erzählen können, wie sie ihren Spender kennengelernt haben. Ich bin Sally Müller aus Berlin. Ich weiß seit meinem 10. Lebensjahr, dass ich ein Spenderkind bin. Willkommen auf meinem Kanal Reagenzgeld. Hi ihr Lieben, heute bin ich in Spandau, weil jetzt ab diesem Jahr das offizielle jährliche Vereinstreffen hier stattfindet. Hier gibt es eine kleine Küche, wo wir unseren Kaffee vorbereiten. Direkt gegenüber gibt es auch Toiletten. Und dann haben wir hier den Gemeinschaftsraum, den ich jetzt gerade so eingerichtet habe, dass wir den Mindestabstand auch einhalten können. Ihr seht hier, die Plätze sind schön weit voneinander weg, aber so, dass trotzdem alle in der Mitte rankommen. Ich habe extra ein paar Celebrations geholt, die einzeln verpackt sind, damit auch die Hygienestandards gewahrt sind. Dann haben wir hier vorne die Stifte mit Desinfektionsmittel und den Ordner mit den Spenderkindern. Ja, und hier habe ich dann quasi die Sitzungsunterlagen. Heute geht es unter anderem darum, dass einige, die Regionalgruppen verwalten, aus Zeitgründen dieses Amt abgeben möchten und ja, ob sich dann halt neue finden. Dieses Mal haben wir auch eine virtuelle Zuschaltung von einigen von euch. Das wird das erste Mal sein, da bin ich schon ganz gespannt. Und vielleicht ist das ja auch ein Konzept für kommende Vereinstreffen, dass man quasi dann auch virtuell ein bisschen dabei sein kann. Ich habe halt heute erst erfahren, dass wir hier auch WLAN haben werden, sodass ich dann mit meinem Laptop quasi diese Zuschaltung machen kann. Das ist natürlich super. Ja, leider kam das jetzt etwas kurzfristig. Das tut mir sehr leid für die, die anreisen werden, dann aber vielleicht in dem Fall, wenn sie es gewusst hätten, lieber virtuell hergekommen wären. Aber es ist auch nochmal was anderes, weil wir natürlich dann am Ende das lockere Beisammensein und das Kennenlernen und sich austauschen, das wird dann natürlich nicht mehr virtuell mit weiter stattfinden, damit einfach nicht die ganze Zeit eine Webcam auf uns gerichtet ist. Da wollen wir dann doch lieber nur unter den Anwesenden sein. Das ist dann ein bisschen intimer und ja, einfach angenehmer. Ja, und ansonsten werde ich euch nachher vielleicht mitteilen, wie es so gelaufen ist. Ich kann natürlich nicht dabei filmen oder so, weil es ja auch für die Mitglieder nicht unbedingt öffentlich sein soll. Ja, also ich bin jetzt hier schon bei den Vorbereitungen und bin schon ganz gespannt, ob auch alle kommen, die gesagt haben, dass sie kommen. Insgesamt wären wir halt wirklich tatsächlich 10 Leute. Das ist gerade seit heute Nacht die Vorgabe in geschlossenen Räumen bei privaten Feiern. Also ich weiß nicht, wie das genau jetzt, wird ja nicht immer so berichtet in den Medien, was jetzt mit Vereinstreffen ist oder so. Aber das ist quasi genau die Grenze und wir sind, wenn ich das jetzt so überblicke, genau bei 10 Leuten mit inklusive mir. Und ja, das sollte also passen. Außerdem habe ich auch gerade noch eine Umfrage gestartet, wie es bei euch da draußen aussieht, ob ihr an dem Treffen in Berlin teilnehmen könnt, wenn es in den Ferienzeiten ist oder wenn es außerhalb der Ferienzeiten ist oder ob es eigentlich total unabhängig ist von den Ferienzeiten, ob ihr könnt oder nicht. Falls ihr die Mail nicht bekommen habt, weil ihr nicht im Verteiler seid oder weil ihr euch bei uns noch gar nicht gemeldet habt, dann schreibt sie bitte gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht, weil wir gerade dabei sind zu überlegen, ja, was für einen regelmäßigen Zeitraum wir am besten dann angeben sollen. Ob es beim 2. Oktober Samstag bleiben soll im Jahr oder ob wir da einen anderen, vielleicht Ende September vielleicht eher planen wollen. Genau, also jetzt freue ich mich erstmal auf euch. Und vielleicht zeige ich euch danach noch so eine kleine Zusammenfassung, was jetzt daraus geworden ist. Kommt auch immer darauf an, was man sagen kann, was nicht. Aber ich melde mich dann gleich nochmal bei euch. Also das war das Vereinstreffen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es hat leider keiner sich bereit erklärt, mal mit vor die Kamera zu treten. Das Thema scheint immer noch sehr stigmatisierend zu sein. Viele der Familien wissen noch nicht alle Bescheid oder sie kommen aus einem Dorf, wo dann das Dorf das nicht wissen darf. Und es ist leider wirklich immer noch irgendwie so ein
schambehaftetes Geheimnis, was die Spenderkinder mit sich rumtragen müssen. Wenn ihr euch einbringen wollt, es sind auch noch zwei Positionen frei geworden, und zwar die Regionalbetreuung von NRW Essen und NRW Süd. Betreuung heißt in dem Fall eigentlich nur, dass ihr die E-Mail-Adressen verwaltet, die in den Regionalgruppen mit drin sein wollen. Und dass ihr vielleicht ab und zu mal anstoßt, ein Treffen zu organisieren. Das heißt aber nicht, dass ihr selber dafür verantwortlich seid, das Treffen zu organisieren, sondern eigentlich immer nur so ein bisschen den Anstoß zu geben und zu gucken, möchte jemand ein Treffen organisieren oder nicht. Und wenn irgendwas in der Region dann in eurer Region stattfindet, wie zum Beispiel Kinderwunschtage oder sowas, dann könntet ihr das auch über diesen Verteiler schicken. Ja, also falls ihr euch da engagieren wollt in Regionalgruppen, auch in anderen Regionalgruppen, könnt ihr euch gerne melden. Das ist auch ein Posten oder ein Amt, das gemeinsam stattfinden kann. Also da gibt es nicht ein Überrennen, dass es da keine freien Plätze mehr gibt oder so. Also wenn ihr euch da engagieren wollt, könnt ihr euch gerne melden. Dann gab es noch einen Vorschlag, den wir eigentlich alle so ganz interessant fanden, dass man vielleicht in einem gewissen Tonus, wie zum Beispiel einmal im Quartal, ein virtuelles Vereinstreffen macht. Also jetzt gerade in diesem Jahr wurden ja die virtuellen Treffen ja zur Gewohnheit, sage ich mal. Man könnte quasi sich immer einmal im Quartal untereinander austauschen. Das würde die Spenderkinder mehr zusammenbringen und man müsste nicht immer so viele Texte auch schreiben, wenn man sich beteiligen möchte, wenn man seine Meinung zu gewissen Texten geben möchte, dann könnte man das quasi einmal im Quartal virtuell machen. Und das ist eigentlich ganz gut angekommen. Da überlegen wir jetzt gerade, wie wir das am besten umsetzen. Ich habe leider erst relativ kurz vor dem Treffen das mitbekommen, dass ich dort auch WLAN zur Verfügung habe und dass das so funktioniert. Da hätte ich mich leider, also da hätte ich mich wahrscheinlich eher im Vorfeld mehr darüber informieren müssen. Ich habe irgendwie das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, trotz Corona und trotz der ganzen Online-Meetings, die man inzwischen macht, habe ich einfach nicht dran gedacht. Also da möchte ich mich auch nochmal gerne bei allen entschuldigen, die vielleicht sich hätten eingewählt, wenn sie es früher gewusst hätten. Aber das wird dann demnächst auf jeden Fall öfter mal stattfinden, denke ich. Weil, warum nicht? Also wir haben das für den vorderen Teil gemacht, der um den einfach für das offizielle Vereinstreffen war mit der Abstimmung. Abstimmen können natürlich nur die, die dort sind, vor Ort sind. Aber so die Berichte aus dem Vorstand, das war halt gut, das darüber den virtuellen Aspekt mit rüberzubringen. Und dann, als wir dann ins persönliche Kennenlernen gegangen sind und wo wir quasi unsere eigenen persönlichen Geschichten erzählt haben, was ja eher so ein bisschen intim ist, da haben wir dann natürlich die Kamera ausgemacht und da waren wir dann nur unter uns. Und diese Aufteilung fand ich eigentlich ganz schön und es haben auch alle Anwesenden gesagt, dass man das so auch beibehalten könnte. Genau, was die Berichte vorgeht aus dem Vorstand, da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil nicht alle Sachen auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber das werde ich sowieso nochmal im Jahresrückblick machen. Wir machen ja, also ich mache ja auf dem Kanal auch immer so ein bisschen einen Jahresrückblick, was im Verein gemacht wurde und was nicht. Und da sind dann eher die Sachen, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und da mache ich dann nochmal ein extra Video ja, zum Ende des Jahres hin. Dann gab es noch eine Überlegung, zu welchem Zeitraum am besten diese jährlichen Vereinstreffen stattfinden sollen. Wir haben ja als Verein die Verpflichtung, einmal im Jahr ein offizielles Vereinstreffen zu veranstalten. Das hatte ich mir auf die Fahne geschrieben, dass wir das immer am zweiten Samstag im Oktober machen in Berlin. Das war jetzt quasi das erste Mal, dass das unter meiner Verantwortung war. Und ich hatte mir bei der Planung des Termins einfach nur überlegt, was überhaupt geht also ich wollte einfach konkret einen Zeitpunkt haben. Ich habe aber zum Beispiel nicht in Betracht gezogen, ob in der Zeit Ferien sind oder nicht. Und jetzt haben wir dann noch mal eine Umfrage gestartet, wann es den meisten passen würde, ob jetzt innerhalb der Ferien, also ob sie nur kommen könnten, wenn es innerhalb der Ferien sind, oder ob sie nur kommen könnten, wenn es nicht in den Ferien wäre. Oder ob es halt nur dann funktioniert, also ob es unabhängig von den Ferien ist, ob sie kommen können oder nicht. Und dann wird bis Ende des Jahres eine Entscheidung gefällt werden,
wann denn demnächst die Treffen stattfinden sollen. Es wird auf jeden Fall immer sowas sein wie der erste oder der zweite Samstag im Oktober oder der letzte Samstag im September oder irgendwie sowas. Natürlich sind nicht überall zur gleichen Zeit Ferien, aber es gibt ja gewisse Zeiträume, wo in keinem Bundesland Ferien sind. Dann könnte man das vielleicht irgendwie so organisieren. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt eigentlich nur kommen, wenn Ferien sind, dann müsste man halt schauen, was die Mehrheit einfach will. Aber das offizielle Vereinstreffen wird immer in Berlin jetzt stattfinden. Das ist jetzt quasi auf jeden Fall gesetzt, solange ich auf jeden Fall im Vorstand bin. Falls ihr mich abwählen wollt, ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall diese Treffen weiterhin organisieren. Was aber natürlich euch nicht davon abhalten soll, trotzdem in eurer Region Treffen zu organisieren. Also ihr könnt euch jederzeit in den Regionalgruppen absprechen und kleinere Treffen veranstalten. Vielleicht sind die auch sogar größer als unser Vereinstreffen, also größer im Sinne von mehr Teilnehmer. Aber das sind dann halt keine Treffen, wo irgendwie in einem bestimmten Zeitraum laut Satzung eine Tagesordnung verschickt werden muss und wo man quasi aus dem Vorstand berichten muss und wo man quasi Beschlüsse für den Verein schließen kann, sondern das sind dann halt einfach nur Treffen zum Austausch unter euch und das ist ja auch auf jeden Fall nett. Die Vereinstreffen, die sind halt nur laut Satzung ein Muss und laut deutscher Vereinstreffen, Organisation, keine Ahnung. Also, es steht euch jederzeit frei, euch in wie auch immer großen Gruppen zu treffen, falls es die Corona-Regeln erlauben. Und ich freue mich immer, wenn sehr viele Leute auch beim Vereinstreffen dabei sind. Und es ist auch immer wieder eine andere Konstellation. Das heißt, man hat immer wieder auch die Geschichten von anderen Menschen oder die, die schon mal da waren, haben neue Sachen erlebt und vielleicht neue Halbgeschwister getroffen oder auch inzwischen ihren Spender getroffen. Das ist immer sehr spannend, ja, sich da einfach auszutauschen. Und ich muss auch immer wieder dran denken, als ich 2013 und das erste Mal mich in Berlin mit anderen Spenderkindern getroffen habe, da war irgendwie keiner dabei, der irgendwie einen Match hatte, weder mit Halbgeschwistern noch mit einem Spender. Und das war auch die ganzen ersten Jahre so, dass irgendwie alle relativ frustriert waren, die haben sich angemeldet und es kam nichts und so. Und jetzt ist es immer so, dass immer mehr Leute wirklich auch dabei sind, die dann davon erzählen können, wie sie ihren Spender kennengelernt haben. Jetzt beim letzten Treffen halt gerade waren drei dabei, die ihren Spender schon kennengelernt haben. Und was noch nicht unbedingt immer alles positiv ist, aber selbst die, die negative Erlebnisse hatten, haben wirklich auch gesagt, sie sind trotzdem froh darüber, dass sie es jetzt wissen. Und es ist total schön zu sehen, dass es halt wirklich aufwärts geht, dass das immer mehr erfolgreich sind auf ihrer Suche. Und ja, also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr. Also ich hoffe, ihr bleibt dran und bis dann.